Ja, hallo, hallo. Guten Tag, danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute, genau vor 100 Jahren, hat der Erste Weltkrieg begonnen, an diesem Tag. Und deswegen würde ich bitten, weil wir eine Friedensmahnwache sind, dass wir eine Minute lang still sind. Danke. Jahre ist nicht wirklich eine lange Zeit und wir haben schon zwei Kriege dazwischen erlebt. Nicht wir alle hier, Gott sei Dank, aber zum Beispiel in meiner Familie, Großvater, Vater. Und jetzt ist es schon wieder so, dass ein bisschen Krieg in der Luft liegt und das ist wirklich nicht sehr schön. Im Gegenteil, sehr traurig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich so viele Leute eigentlich für die Friedensmahnwache überall in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich interessieren und einsetzen. Entschuldigung. Okay. Test. Hört man mich? Ja. Lauter? Geht das? Okay. Friedensmahnwachen sind etwas Unbequemes. Man weiß auch nicht wirklich, was passiert. Das ist immer irgendwie spontan. Das ist auch gut, finde ich. Und wir haben trotzdem so ein bisschen eine kleine Struktur reingebracht. Also ich darf euch heute moderieren und dann gibt es den Felix, der wird die Open Mic Session moderieren. Und dann gibt es den Michael mit der grünen Mappe, der ist da, wenn ihr bei der Open Mic Session sprechen möchtet, dann bitte bei Michael anmelden. Der Stefan hat mir noch ein ganz kurzes Gedicht untergejubelt. Wenn du hungrig bist, gebe ich dir zu essen. Wenn du durstig bist, gebe ich dir zu trinken. Wenn dir kalt ist, dann wärme ich dich. Wenn du Hilfe brauchst, frage mich und ich gebe sie dir. Wenn du Schwierigkeiten hast, frage und ich helfe dir. Ich mache all das nicht in der Hoffnung, belohnt zu werden. Ich mache all das nicht aus der Angst heraus, bestraft zu werden. Ich mache all das, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich lebe nach meinen Standards und ich alleine bestimme sie. Ich bin ein Mensch. Und die Kerstin und Waltraud da drüben bei dem Tisch, wo man Essen bekommt, das sind solche Menschen, die geben ständig. Und sie haben mich gebeten, euch zu sagen, dass heute besonders viel da ist und dass ihr kommen sollt und auch was für nach Hause mitnehmen könnt oder auch für andere Menschen, die ihr trifft, die ihr kennt und die was brauchen. Und ihre Website ist myfoodsharing.at, also myfoodsharing.at. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und ja, guten Abend. Thank you.